Willkommen zurück bei Flintlock. Ja, ob die Waffe wirklich, ich wie gesagt, ich habe noch nicht so wirklich eine Ahnung, ob die Waffe es wirklich bringt. Wir probieren mal eben was aus. Oh, doch nur so wenig. Okay, was es aber tut, es gibt mir gut Prozente. Es gibt mir wirklich gut Prozente. Ruhige Hand. Sind wir irgendwie in Sniper Elite? Sind wir in Sniper Elite? Weil das hat gerade wirklich Charakteristiken von Sniper Elite. Es fehlt nur noch, dass die X-Ray-Ansicht, wo der Körper, also ist, für die, die Sniper Elite nicht kennen, das ist ein Spiel, wo man halt, ja gut, sniped. Und es gibt tatsächlich eine Funktion, dass wenn du besonders kritische Treffer machst, wird der Körper auf einmal X-Ray-mäßig durchzogen, sodass man das Skelett sieht. Und dann sieht man richtig, wie quasi die Kugel durch den Körper schlägt, etc. Das hat irgendwie gerade so Ähnlichkeiten damit. Magst du herkommen? Ich habe gesagt, ab 40% nehme ich mehr, aber gerade, ich würde noch, also, jetzt bin ich vielleicht wieder greedy, aber ich habe nur 150 EP. Besetztes Gebiet. Besiege den Anführer. Ach, okay. Kann ich den irgendwie, da unten ist ein Weiser. Den hätte ich gern. Bevor ich hier weitermache, hätte ich den gerne. Sehr schön. Ja, welcome, absolut welcome. Mehr EPs, mehr EPs, mehr EP. Hier hat jemand Feste gefeiert. Und oh ja, Holz. Muss ich mich echt gut umgucken, weil ich brauche Holz. Wirklich, ich brauche Holz. Vorne war jetzt ein Huhn. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Hat gerade irgendwer auf mich geschossen? Ja, hat er. Ha, witzig. Ist das da hinten der Anführer? Weiß ich nicht. Tut's nicht. Oh shit! Okay, jetzt habe ich 72%, ganz ehrlich. Ich muss mal ein bisschen EP kriegen. Also ich muss mal. Ah, ich habe keine Kugel. Dammit. Hier sind schöne rote Fässer, die ich benutzen kann. Ich versuche mich jetzt hier kurz mal ein bisschen noch umzugucken. Hier ist auch eine Schmiede. Also eventuell ist das eine Stadt, die wir tatsächlich jetzt auch freischalten, wenn wir den Anführer besiegt haben. Das heißt, wir können hier eventuell auch. Du, ihr seid nicht böse. Kann ich reiten? Hier sind Risse. Wieso vibriert mein Controller? Hier hat mein. Warte mal. Hier irgendwo hat gerade mein. Noch hier. Ach so, weil ich den, wenn ich den Totenkopf angucke, dann vibriert mein Controller. Aber da wollen wir, glaube ich, gar nicht lang. Nee. Da wollen wir gar nicht lang. Wir wollen jetzt erstmal hier. Ja, weil das geht ja weiter. Da wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Okay. Ja, Gegner gibt es nämlich hier keine, weil der Gegner ist da hinten. Ja. Oh, das ist nicht so gut. So, rechts oder links? Wir haben einen Schuss. Oh, was? Das reicht nicht? Ah, Scheibenkasten.
dachte, ich könnte ihn finishen. Oh. Was war das? Was für ein Geräusch? Ich hätte gern Holz. Ich um mein Holz. Ja, lass mich. So, meine Fähigkeit sollte ich diesmal nicht so leicht sein, leichtfertig einsetzen, weil die braucht echt lange zum Laden. Da hinten blinkt doch was. Ja, da an einem Zopf von ihr blinkt was. Aber das ist, glaube ich, Eisen. Da ist auch noch was am Blinken. Mach mal ganz kurz den Typen hier oben fertig. Hier geht's auch noch hoch. Oh shit. Nein. I'm sure you'll find a use for it. Will ich jetzt eigentlich nach oben? Also ich glaube, der Boss wird unten sein. Glaube ich. Oder auch nicht. Da hinten oder so. Hier ist noch ein scheiß Vogel. Der zu weit von dem Ding ist. Okay. We're in the clear now. So, gehen wir dann hoch. Ich habe jetzt auch schon wieder 300 plus 68%. Ich glaube, ich... Wie gesagt, ich sag mal so, vielleicht erhöhe ich... Also jetzt, wenn so ein Kampfgebiet ist und ich auch tatsächlich, ich gehe mal auf 50% hoch. Also wenn ich über 50% habe, dann sollte ich das mal einsetzen oder einsammeln. They're on to you, Noor. Okay. Ich würde, wie gesagt, gerne kein Holz oder Eisen übersehen. Aber so wirklich viel liegt hier auch gerade gar nicht. Hiermit komme ich wahrscheinlich. Machen das mal ganz kurz. I'm sure you'll find a use for it. Danke. Reicht uns erstmal. Noch Holz. Zweimal, nochmal hin. Wo waren wir jetzt? Da sind Gegner. Mal ganz kurz gucken, wo wir denn ursprünglich gerade das Ding aktiviert haben. Ich glaube, da. Ja. Das heißt, hier waren wir nicht. Achso, hier war der Vogel. Okay. Hier war das Ding, ja. Mhm. Hier war irgendwo ein Gegner. Ich habe den gerade eben von oben gesehen. Hallo? Ah, da. Ah, er ist es. Kann ich eben kurz gleiten? Okay, danke schön.
aber leider, ich habe leider ein bisschen Prozente verloren am Anfang, aber wir kriegen trotzdem 500 Ruf und wir kriegen natürlich das, was... The coffee shop. Maybe the Forge Master's there. The coffee shop. Ja, machen wir jetzt gleich. Lass mich raten, ich kann wahrscheinlich auch wieder mit 500 Leuten. Give those busted bandits what for, if it weren't for my bum leg. Kann wahrscheinlich auch mit 500 Leuten wieder Sebo spielen. Ich könnte jetzt noch mit in der einen Stadt mit dem Typen Sebo spielen. Weil ich habe jetzt noch einen zweiten Stein, der mir dabei, glaube ich, gut helfen kann und wird. Wo ist denn das Teehaus? Achso, das ist direkt hier oder was? Ach, das ist das hier. Okay, Entschuldigung. Dann aber ins Teehaus. Souls below. It's the coalition. Okay, erstmal mit. Ja. Oh! Jedes Teehaus gibt mir eine Heilflasche dazu? Oh, that's awesome. Also ich werde mir keine neue... Also nur zum Aussehen werde ich mir nichts kaufen. Und ich sehe hier nirgendwo Werte. Deswegen habe ich das Gefühl, dass das auch wirklich nur Aussehen ist. Du willst Hauptquest. Ist noch irgendwer, der keine Hauptquest will? Nö. Forge Master Young. Bas sent me. The old hound's still alive. And whining for favors. I've been run out of my home by knights and wrangled by bandits for a month, Sapper. If you aren't here to help, I've no use for you. We just need a way to get into Rit, Forge Master. Well, good luck with that. She could prove her worth yet. Over here, I might have something that could help you change the Forge Master's mind. Maybe lift his spirits, too. He certainly needs that. Go on, good host. I'm all ears. Wie könnte Noah wohl dem Schmiedemeister... Entschuldigung, ja. The Forge Master has called Mudfish home forever. But everything that's happened has left it in a sorry state. I'm not much of a craftsman. There's a local carpenter that needs some help. I'm sure she'll find some use for you. Okay. Okay. Sprich mit der Zimmerin. Wir müssen die Stadt sowieso mal ein bisschen durchkämmen. Wie gesagt, hier in der Mitte ist auf jeden Fall, das war nicht meine Absicht, auch noch Eisen mitten im Wasser. Auf dem See. The Forge Master's a hard one, isn't he? Lost everything. And I haven't seen him shed one tear. Ich kann nicht sagen, ob das der links war oder die beiden hier. Aber ja. You're the one that drove the bandits away, aren't you? First bit of peace we've had in weeks. Just doing my part? Nonsense. You gave us back our home. All that's left of those bandits are their stinking banners. Can't stand to look at them. I can help with that. You will? Let me point them out for you. Save you some time. Okay, so jetzt Flaggen. Ah, jawohl. Ah. Ja, da ich schon den Doppelsprung gemacht habe, konnte ich auch nicht mehr springen oder dashen. Ich habe übrigens gerade den Erfolg bekommen, stirb 10 Mal. Was bedeutet, wir sind 9 Mal beim Ritter gestorben? Hey, unter 10 Versuchen. Den Ritter. Warum? Ich muss meinen Stuff auf jeden Fall wiederholen. Ich frage mich nur, wo er jetzt liegt. Also ja, ich sehe es am Totenkopf.
wo er liegt, aber gleichzeitig muss ich mal eben gucken, wie ich da hinkomme. Ich würde gerade ungern die Rifte benutzen, einfach aus Vorsicht. How do you feel? I overheard the knights chanting once, but it was all gibberish. What kind of language is that, do you think? Da oben. Okay, ja, ich dachte mir, ich versuch's einfach mal. Scheinbar habe ich Glück. Ich kann die Dinger also einfach abschießen. Krieg dafür dann auch EP. Das ist gut zu wissen. Das ist gut. Wir gehen jetzt einmal kurz durch die Stadt, um zu gucken, ob noch jemand mit mir reden will. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, wie man eigentlich neben. You see that? Those bladers use my hairs for a powder store. Hey, will I light my fireplace now? Very carefully, I reckon. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo Nebenquests gibt oder ob es sowas gar nicht gibt, oder? Ja, man bekommt ein paar Dialoge mit, wenn man nah genug an Leute ranläuft. Ich weiß auch nicht, ob es noch so sehen. What you wanted? To be safe? We're safe now, we did. You said that about the last place. And the place before that. This place isn't safe either. Nowhere is. Okay. Yay! Juhu! Das Problem ist halt, dass die... Das Problem ist halt, dass die EP gehen. Das ist echt... Ja, ja. Was heißt denn diese drei... Ach, ich krieg dann Züge abgenommen? Oh, wow. Okay. 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 Ich krieg dann tatsächlich Züge abgenommen. Und der Gegner kriegt dann quasi Züge hinzu. Oh, warte mal. Nein, nein, ich will... Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, das habe ich mich jetzt nicht so gut angestellt, ne? Das war jetzt irgendwie scheiße. Muss ich zugeben, das war schon irgendwie scheiße. Ja, das war jetzt irgendwie scheiße. Ja. Ja, das war irgendwie... ja. Ich hab
Ich bin nicht gut in diesem Spiel. Wir lassen das gerade mal. Ich mache mal irgendwann einen Sebo-Part oder so. Ich bin dafür. Ich könnte sowas sagen, es ist zu früh am Morgen. Es wird aber nicht stimmen, dass es so ist. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch noch mehr Sebos. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Das ist halt witzlos. Ich kann das nur hiermit machen und das ist halt lächerlich, weil dann habe ich keine Munition mehr für den letzten. Ja, gut. Das Holz. Oh, das viel Holz. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Y-Ständer dran komme. Das habe ich gerade übersehen, das hätte ich gern. Wie gesagt, da hinten ist auf jeden Fall noch was. Da ist noch was. Schauen wir mal eben. Werden mir die Sebos eigentlich angezeigt? Ja, die Sebos werden mir auf der Karte angezeigt, wenn ich sie einmal entdeckt habe. Jetzt habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm von ich und mein Holz. Hier ist ein Schmied oder auch nicht. Okay, hier bin ich reingekommen. Der Punkt ist, ich muss mich jetzt gleich eigentlich irgendwo hinsetzen. Ah, ich hätte in der Teestube, muss ich glaube ich einmal rasten gleich, weil ich die... Ja, ich habe immer nur 3 Schuss. Be mad to travel in the open road these days. Everywhere's lousy with bandits. Ah, oh, sie ist nicht gerannt. Moment, stopp. Der Punkt ist, es bringt mir gar nichts, dahin zu gehen. Ist da irgendwas? Nicht, dass ich es jetzt gerade auf Anhieb sehen würde, ne? Dann gehe ich kurz zum Teehaus, weil ich brauche Munition. I'd give those bastard bandits what for if it weren't for my bum leg. Es bringt mir halt nichts. Also ich kann hier gar nicht rasten, ne? Can I get you a coffee? Ich kann ja nur kaufen. Ich kann ja gar nicht. Ja, scheiße. Go on, good host. Leaving so soon? Oh, okay, doch. Es geht. Okay, doch. Ich muss nur einmal mit ihr sprechen, quasi, dann geht's. Good riddance to bad rags. We should give the carpenter the good news. Let's give the carpenter good news. The forge master's a hard one, isn't he? Thank mercy for you. It means a lot to us. A job well done requires a proper reward. Here, you know, thugs like those bandits like to put up their banners all over the place. I'm sure the people would appreciate you taking them down wherever you find them. I'll keep an eye out. Ja, da ist ein Pionierhelm. Wenn du alle schwarz warst, dann verursacht deine primäre Schusswaffe deutlich mehr zusätzlichen Schaden. Let's hope that changes the Forge Master's mind. Kann man. Ja, zusätzlicher Schusswaffenschaden plus 20%. Ich kann den Helm nicht einfach ausziehen. Ich hätte halt eigentlich gerne eine Funktion von wegen Helm ausblenden.
Der Punkt ist, wenn ich jetzt hier die Pionierstulpen mache, dann regeneriere ich 33,3% mehr Schwarzpulver. Richtig? Ja. Und das ist schon ziemlich geil. Gleichzeitig hätte ich eigentlich lieber die anderen Stulpen. Na gut, ja. Es ist gerade, wie es ist. Ich finde die Schwarzpulverregeneration dann gerade doch noch ein bisschen wichtiger. Come on in. We're all friends here. So you're not all talk. That's a good sign. All we need is a way to get into Rit, Forgemaster. Then we'll be out of your hair. You did all this just to throw your life away. The peaks have gone mad, and Rit's the reason for it. If you go in there, the best you can hope for is a mock trial and a hanging. They'll have to catch me first. Is that so? Have it your way. There's a sulfur miner's town upriver called Whitebridge. You can cut into Rit from there. Except some awful thing from below has burst into the hamlet. Looks like nothing I've ever seen. All fire and brimstone. The coward knights won't stand up to it. No one will. Well, I'm not a knight, Forgemaster. And I'm certainly not a coward. We'll take care of it. You? As in, your company. Because that's what it would take to bring it down. Otherwise, don't bother me. I've enough on my plate already. Okay. Wir gehen einmal kurz raus und schauen einmal kurz, wie viel kostet sowas? Kostet 7000, ne? Das ist schon ziemlich geil. Das Ding hätte ich gern. Dafür brauche ich aber so viel Stuff, das ist geil. Okay. Karte. Ja, ich muss jetzt erstmal zum Stein, um meine Level, also um eine Fähigkeit zu lernen, muss ich erstmal zum Kraftstein. Oder halt zum Lager, um meine Waffe abzugraden, das ist halt genau der Punkt. Und das ist das, was mich jetzt gerade stört, ist falsch. Ich habe halt nicht so viel Ruf, um das alles zu machen, was ich gerne tun wollen würde. Also, ich würde die aber schon eigentlich gerne, passive Fähigkeit, wenn dann auch so plant, dass er gleichzeitig mit einem Fluchangriff Enkis trifft, also zu sich in Schaden. Auch praktisch. Nicht okay. Ich habe mich entschieden. Feeling pretty good. Dementsprechend könnten wir. Ich gebe aber davon. Schön. Nur 100 EP. Ich mag den Helm nicht. Ich muss gestehen. Was soll das denn heißen? Ich bin auch careful. Aber hinter mir ist auf jeden Fall noch. Oh, hallo. Ah, ich bin im Kampf und kann nicht. Okay. Nur weil der Typ da unten jetzt noch lebt, oder was? Kommt der denn wieder hoch? Submit or perish.
Toll. Muss ich nur wieder außen rum, um das Ding da nehmen zu können. Geschichte der Richter Teil 1. Nachdem die Gipfel erobert waren, teilten die Richter ihr Wissen über Metallverarbeitung, Kriegskunst und ihre mächtigen Stoßzahn bewährten Bestien. Bald unterstützen sie auch andere Völker in Streben nach Ordnung und Sicherheit. Und in absehbarer Zeit herrschte Frieden auf der Welt. Okay. Achso, hi. So, das wollte ich einmal kurz aktivieren. Da ist nämlich der nächste Stein, zu dem will ich einmal kurz und dann machen wir, beenden wir den Part. Schauen wir mal ganz kurz, ob hier unten noch was ist, weil da war so ein Wagen, den ich gerne... Ah, dich will ich auch gerne haben. Aber ich meinte eigentlich den Wagen hier. Ja, so ist gut. Wir müssen aufpassen, ich glaube, hinter mir ist auch noch einer. Okay, so schnell wusste ich nicht, dass der kommt. Das war nicht nett. Arschgeigen, ja. Das war gemein. Gut, Holz. Ich habe so wenig Holz, das ist echt lächerlich. Aber egal. So, ich würde gerne da unten zu dem Stein. Weiß sind überall Gegner. Da werden wir uns aber beim nächsten Mal drum kümmern. Wow. Holz. Beim nächsten Mal drum kümmern, wollte ich sagen. Hey. Das war's nicht bis dann. Ja, spawnt eh wieder, wenn ich wieder einen Stein setze. Aber ja, ich sage damit bis zum nächsten Part. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.